Moin Moin und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Starbound. Und ich bin natürlich nicht alleine, mit mir dabei der Extreme. Hallo. Ja, wie man sieht, wir sind ein bisschen besser ausgestattet. Ich hatte diese Waffe in einen Reward-Beutel, den ich noch nicht geöffnet hatte. Ui, die ist sehr lustig, finde ich. Was? Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen vorbereitet. Ich würde sagen, wir würden jetzt erstmal schon mal die eine Quest abgeben. Nochmal kurz zur Information. Erstmal ist die letzte Aufnahme Starbound schon sehr, sehr lange her, weil es zeitlich nicht so ganz geklappt hatte. Gerade bei mir wegen Umzug. Deswegen haben wir ja auch so viel vorweg aufgenommen. Hier haben wir jetzt die... Ich zeig dir meinen Mittelfinger, was? Leck mich, Junge. Das sieht aus wie ein verlängerter Mittelfinger. ja, genau. So wie sie gehalten hast, habe ich auch am Mittelfinger gedacht. Ja, klar, guck doch da. Also. Ja, klar. Das hast du verstanden. So sieht er aus in real. Ja. Auch mit dem Bogen. Genau. Ja, genau. Das da, das lilane quasi da. Genau so sieht er aus in real. Ja. Richtig, das ist der Strang. Ja. Gut. Ja, was ich sagen wollte, bevor er hier wieder abgelenkt hat, hier sind die Pineapples, also die Ananases, sind hier. Und was ich interessant finde, was ich noch nicht kannte, wir sollten auch anpflanzen, hier unter Wasser. Das sind Unterwasserpflanzen. Ich zeig da gerade hin. Da. Genau, da wo sein Ding hinhängt. Ja, Extreme steckt ständig seine Dinge irgendwo rein, wo sie nicht hingehören. Bitte so, was? Das wäre theoretisch die Nahrung der Zukunft für uns. Wenn das wirklich Nahrung abwirft, wenn das fertig gewachsen ist, was man essen und kochen kann, würden wir das nämlich benutzen, weil das müssen wir nicht mehr... Was? Das ist... Alter, was für eine Waffe. Ja, die ist ein bisschen krass, deine Waffe. Würden wir... Da war Loot, Entschuldigung. Würden wir das hier halt anpflanzen, weil das ja immer nachwächst, weil wir es nicht gießen. Das kommt davon, wenn du das Loch erweiterst, ja? Dann kommt da Gas raus, Freund. Ja, so sieht es ziemlich aus. Also, Spotty hat vollkommen recht. Also, das ist auf jeden Fall dann die alternative Nahrungsquelle, die uns dann glücklich macht, weil das ganze Gießen und so weiter, das ist halt schon auf Dauer so ein bisschen... Ja, das ist es. Und, ja, okay. Ja. Man könnte theoretisch auch einen Planeten suchen, wo es vielleicht öfters regnet, damit man halt praktisch das ohne Dach macht. Aber egal. Das ist erstmal nicht wichtig. Wir können erstmal jetzt eine Quest abgeben, weswegen wir jetzt auf unser Schiffchen gehen, weil wir haben uns vorgenommen, beziehungsweise ich habe mich mal jetzt schlau gemacht, weil wir suchen ja noch eine Sache von der Flora. Und diese Florianer sind nämlich nicht nur auf so einer Art Planet hier, nicht nur auf Forest, sondern auch auf anderen Planeten findbar. Also wollen wir jetzt erstmal einmal die Quest abgeben, wo wir die Fabric und so, die Stoppfetzen abgeben müssen. Oh, ich habe da wieder so ein Gefühl. Bei meiner Katze hört es auf. Ja, da hört es auf. Lass sie in Ruhe. Dossi. Wenn sie einer quält, bin ich das. Ja, was kann man noch dazu sagen? Neue Aufnahmesession, neues Jump-and-Run-Feeling und ich werde wieder gnadenlos verkacken. Na, selbstverständlich. Das ist ja klar. Das ist ja aber auch nichts. Oh, jetzt nach links oder nach rechts? Was war näher? Weißt du das noch? Müssen. Ach du Scheiße. Ich glaube, nach links wäre jetzt schneller, ne? Warum sind denn hier so viele Geister? Seid ihr eigentlich böse? Oh ja. Und wie? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon irgendwie echt schon lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Gegner hier drauf waren. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer böse war, wer lieb war. Pang auf! Oh. Dann halt nicht. Wenn du nicht gefangen werden willst, dann musst du sterben. Eben. Ich hatte ihn die Wahl gelassen. Boah, ich wusste gar nicht mehr, wie bunt das Spiel ist. Also wenn man es jetzt so sieht, so in dem Moment denkt man sich so, wow.
Was? So was? Du hast es auf. Das ist eine Frechheit. Ich fange das Vieh und du. Und ich wundere mich schon. Ich denke, nanu, was ist das denn bitte? Ich glaube, ich spinne, weil ich wollte jetzt mal mit dem Netz hier ein paar Insekten fangen. Denn man hat nämlich jetzt. Das ist echt eine Unverschämtheit. Man hat mich jetzt hier Kollektion unter dem Buch. Ja, ich zeig sie auch nochmal, nachdem ich mich sehr gefreut habe. Ja, und Sponti hat dann halt jetzt jeweils in den Insektennetz hat er natürlich jetzt was drinnen. Warum auch immer. Ich zeig mal gleich, wie das aussieht. Ne? Bei Extreme kann man es ja nicht sehen. Da, so sieht das denn aus, ne? Und das kann man sammeln. Es gibt auch noch fossile Essen und Fishing und sowas. Halt Fischen kann man auch noch. Also sehr, sehr schöne, viele Sachen. Ach so, das ist hier die Ruine, wo wir drinnen waren. Geh von aus, ja. Das war die Ruine, wo wir drinnen waren. Denk mal, hier wird es zufällig nicht das letzte Florana sein. Zufällig. Nein, 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 nein. Nein, leider nicht. Da müssen wir nochmal auf einen anderen Planeten. Aber alles zusammen. Oh! Kann man so nervig sein? Echt? Das Ponti in Ruhe. Oh, Feuer damit dann. Alter, flambiert. Ich müsste das direkt gebraten rauskommen dadurch. Schildkröte auflambiert, das ist ein singendes Mädchen. Ja, die ist sauer, weil ihre Mutti tot ist. Ja. Wie wir in den letzten Aufnahmesessions ja erfolgreich eliminiert haben. Ich sehe gerade Folgendes. Ich habe gar keine Heilung irgendwie auf eine Schnelltaste. Was ist da los? Oh, ja. Gutes Argument. Da war's. So, geheilt ist er. Da ist ein Insekt. Warte mal. Ja, ich hab die Errungenschaft bekommen. ich habe aber, glaube ich, keine Gläser mehr, um noch weitere zu sammeln. Ach, braucht man dafür Gläser, um die zu sammeln? Ich glaube schon, ja. Ah, ich habe Hunger. Du hast Hunger. Ja, Hunger ist in diesem Spiel halt nach wie vor noch immer das Problem. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Alter, war es knapp. So, au. Bin mir nicht mehr sicher, ob der Weg jetzt hier links schneller war als der nach rechts. Ja, Unterschied macht das jetzt auch nicht so wirklich. Das war auf jeden Fall doch noch ein Stückchen. Das definitiv. Man hat jetzt übrigens hier und bei der Lupe kann man jetzt übrigens die Taschenlampe quasi damit immer dabei haben. Taschenlampe kommt mit. Achso, hier sind. Nein! Boah! Ein Hoch auf den Double Jump. Ich dachte, ich bin derjenige, der nicht gut im Jump in One ist. Okay, da können wir nicht längs. Hui! Alter, Double Jump, ich weiß gar nicht, wie sehr ich ihn liebe. Das ist noch eine Kartoffel. Kartoschki. Loxi! Da sind wir in ein Team aus Nah- und Fernkämpfern, so wie sie das gehört, so wie von Gott gewollt. Richtig. Oh, was zum. Nee, bleib du mal drüben! Beschützt mich, danke. Sehr schön. Ja, das ist irgendwie doch ungewollt Teamwork, würde ich mal sagen. Ja, warum machen wir so was Ekliges? Oh, kann ich nicht. Kann ich ja nicht verstehen, warum wir so was machen. Au. Oh. Ich habe natürlich heimlich geübt in meinen Jump-and-Run-Skills. Natürlich. Oh! Wo kommst du denn her, Kleine? Sprach Sponti auch immer, wenn er duschen geht. meinte mich in die Dusche reinkommen, ja? Da war doch vorher nichts. Wo kommst du denn her? der war vorher nicht da. Hä, war hier nicht das Dorf?
Ich weiß es nicht mehr. Das ist wirklich schon zu lange her. Oh. Oh, oh, ich bin gleich tot. Oh, oh. Seid ihr lieb oder seid ihr wieder böse auf uns? Heil dich doch mal. Ich bin doch dabei. Ach so. Auf wen schießt der? Ich helf dir. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Ja. Was? Wie Akzept? Okay. Was? Ich dachte, ich krieg gerade eine Quest ab. Verdammt. Was wolltest du jetzt haben? Deep on the Floor and Haunting Ground. Ach, guck mal, er schickt uns zum Florane. Ja. Track, da könnten wir eventuell das letzte Ding finden. Stop tracking, nee, ich hab's ja schon getrackt. Aber wir können trotzdem mal gucken. Irgendwo können wir jetzt hier auch eine Quest abgeben bei irgendwen. Oh, ich finde die immer noch so süß. Ja, diese flausche Schafe. Jawohl. Und was kommt jetzt noch? Deep to the Flora Hunting Ground. Ah, okay. Da gibt's noch eine Flora Hunting Ground Quest. Bei dem hier soll ich Stone Wally finden. Aber trotzdem Flora Hunting Ground, ne? Stoneblades Plane to Restock. Habe ich als Aufgabe bei ihm. Stone Pan to Restock. Ja. Und das ist auch Deep in dem Flora Hunting Ground. Ja. Genau. Dann gehen wir mal dahin, wa? Genau. Oh, ist er dein Ernst? Warum hast du denn ständig Hunger, Junge? Ich roll doch mal so durch die Gegend. Da. Oh. Das war knapp. Extreme, lass mich nicht alleine. Ich hab Angst. Das ist so ein Teamplay, weißt du? Ja, ich räume mir schon mal vorweg den Weg auf. Hier sind voll viele Viecher. Oh nein, hat er mich runtergeschlagen. Oh. Hat er mich so toll runtergeschlagen, dass man hier nicht mehr hochspringen kann. Glück kommt man ja jetzt hier schneller voran. Ja, ach, was wir auch nochmal sagen müssen, ich hatte heimlich, als wir jetzt zu Hause waren, den Ofen erweitert. Wir haben jetzt einen Tungstenofen und können jetzt somit jetzt schon andere Metalle herstellen, aber die haben wir noch nicht gesehen. Oh. Aber noch nicht. Oh, was? Oh, das war relativ knapp. So, und weiter geht's. Oh, guck mal. Guck mal. Guck. Warte, guck. Guck mal. Ja, ich hab schon gesehen. Ich hab ja vorhin auch schon mal eins davon kaputt gemacht. Boah, was? Stimmt nicht mit dir, Tierquäler. Wenn ich das mache, sind die das gewohnt. Aber wenn du das machst, das machst du das immer außerhalb der Ausnahmen. Stimmt. Dann mach ich nichts anderes. Oh, die Sonne geht auf. Das ist so romantisch. Guck dir den Sonnenaufgang. Oh, das sieht echt schön aus. Warte mal. Das habe ich außerdem das Spiel wieder minimiert. Ich wollte ein Screenshot machen. Ja, habe ich gerade gemacht. Das sieht echt schön aus, muss ich gestehen. Oh, das Au. Sah nicht das so sah schön sehr aus. Schön aus. Durch die Stinky-Wolke, ja? Alter, warum sind denn hier so viele Gegner? Zumal wir erst hier aus dieser Richtung kamen. Was können doch nicht so viele Gegner wieder hier sein? Das ist ja unverschämt. Hä? Wie bist du denn da gespawnt, Junge? Stimmt mit dir nicht. Das war in deiner Vergangenheit falsch. Hier, ein Geschenk.
Irgendwann treffe ich schon den richtigen. Was ist da, Bob? So. Da müssen wir jetzt runter. Aber wieso hat er denn jetzt wieder eine andere Quest getrackt? Was soll das? Track. So, wir sollen jetzt nach unten. Nimm mal die Lupe zur Hand. Ich werde trotzdem mal alles einscannen. Oh! Au! Oh. Okay, ich nehm. Oh! Ja, oh. Das war überraschend. Ich wusste ja nicht, dass da auf einmal ein Maschinengewehrkommando steht und mich totschießt. Denk mal, du kannst dich zu mir teleportieren, ne? Ja. Wie denn? Über das Raumschiff kannst du das aussuchen. Wenn du auf den Teleporter klickst. Ah, kannst du da, zu, ja. Oder links oben. Ja, ich hab schon. Aber das war jetzt echt ein bisschen überraschend, dass sie da mit Maschinengewehr rumballern. Oh, was? Du Drecksack, jetzt bin ich gewappnet. Jawohl. So ein Drecksack, ey. Ach, sollen wir ihn zurückbringen? Jetzt muss ich mein Inventar mal eben ordnen. Aber die Quest will ich weiter runtergehen. Warum? Oh, oh, ich bin fast tot. Du bist übrigens auch fast tot. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was hatte ich denn da jetzt ausgewählt gehabt? Ich glaube mal, Fackeln wären keine so schlechte Idee. Hustle for Stoneblade? Ach, sollte man bei ihnen abholen hier nur, oder wie? So, und jetzt nochmal zurückkehren. Mein Extreme wird eh nicht hier hochkommen. Du hattest recht, aber du machst es ja nicht gerade besser. Ja, ich will dich ja nicht allein doof dastehen lassen. Oh. Oh, leck. Oh. Es hat geleckt. Ja. Ey, leck, ey. Lecko Funny, du bist ja tot. Das war ein Leck. Dafür konnte ich nicht, das war ein Leck. Mhm, sagen sie dann immer. War ein Leck, hallo. Ja. Oh. Hat gerade auch bei mir geleckt, deswegen bin ich runtergefallen. Ja, ja, klar. Dachte immer. So, jetzt kann ich den Extreme noch demütigen, wenn ich ihn einhole, was nicht passieren wird. Ich versuche nochmal hier alles zu scannen einfach. Einfach nochmal ganz kurz durchgehen. Alter, habe ich gerade viel Schaden genommen. Ach du Heilig. Bin heute nicht in Jump'n'Run-Laune. Ich weiß ja nicht warum, aber ich genieße das gerade. Einmal, weißt du, ich habe Extreme versprochen, ich lasse ihn auch einmal ein gutes Gefühl heute bekommen, weißt du? Und so dankt er es ein. Oh, jetzt hat's aber geleckt. Einen alten Fernseher verkauft er hier, okay. Kauf ihn. Niemals. So. Hat sich jetzt ausgekauft hier. Oh, das... Oh, du hast dich einfach wegteleportiert, der Händler, okay. Kann man mal machen. Also nach oben, wie auf dem Raumschiff getilt halt. Interessant. Oh, wieso bist du nach rechts gelaufen? Ich wollte noch mal gucken, ob da vielleicht was ist. Achso, dann gehe ich schon mal zum Dorf, ne? Oder soll ich auf die warten? Kannst schon mal vorgehen. Er will ja nur die ganzen Gegner schon mal umbringen, mit er nichts damit zu tun hat. Ja, und weil ich hier gerade so ein bisschen mal von denen ein bisschen Kram gelootet habe. Da kannst du jetzt auch gleich zu mir teleportieren. Ach nee, geht schon. Ich habe gute Beine.
Hast du? Ja. Der Bandette? Weiß ich nicht. In letzter Zeit habe ich mir so gedacht, so, ja, versuch's mal, mach's mal. Ach so. Hast du extra gezielt drauf geübt? Richtig. Oh nein. So talentiert, dass ich da runterfalle. Oh, ein Bug. Yeah. Wieder ein Insekt gefangen. Yeah. Ach, deswegen willst du nicht, dass ich neben dir stehe. Oh, da ist noch ein Insekt. Du hast Angst, dass ich den Insekten klauen könnte. Oh, noch ein Insekt gefangen. Und die Kröte kann man nur schlagen, auch okay. Oh, nein! Was denn? Ich bin da gerade genau zwischen zwei Viecher gefallen, die ich noch denn sagenhaft erledigt habe. Achso. Aber im ersten Moment sah es sehr schlecht aus. Achso. Oh, ja, ich hab jetzt wieder einen Jump-in-One-Part. Ich komme hier nicht hoch. Nein. Wie ich leider sehe, muss ich leider sagen, dass wir am Ende einer Folge sind. Ob Extreme jemals da rauskommen wird oder nicht, das erfahrt ihr vielleicht in der nächsten Folge oder wahrscheinlich auch nie. Aber bis es soweit ist, bedanke ich mich fürs Zusehen, während diese ganzen Gegner alle versuchen, mich hier gleichzeitig zu töten. Und wenn ihr Extreme-Sicht sehen wollt, wie ihr Käfer fängt, dann gerne auf den Link unten in meiner Beschreibung. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder zu einer weiteren Folge von Starbound. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Oh Gott.